Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Zu einem weiteren realistischen Umbruch, heute mit dem BVB. Nuri Sahin ersetzt Edin Terzic, das steht mittlerweile fest. Es gibt zahlreiche Abgänge, später dazu mehr. Genauso gibt es auch ordentlich Gerüchte, was Neuzugänge angeht und natürlich auch schon Deals, die wahrscheinlich, wenn das Video online geht, auch mittlerweile offiziell verkündet sind. Ich habe also richtig Bock, über zwei Saisons wollen wir so viel wie nur möglich Titel gewinnen. National auf jeden Fall, vielleicht wird es die Meisterschaft, aber auf jeden Fall soll es der DFB-Pokal werden. Ein Titel, Minimum. Ich möchte nicht ohne Trophäe bleiben. Und wir schauen natürlich auch dann, was europäisch geht. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst super gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, was glaubt ihr, wo landet der BVB? Meisterschaftsaspirant ernst zu nehmen? Oder sagt ihr, ähnlich wie ich, Bayern, Leipzig und auch Leverkusen sind, finde ich, Stand jetzt individuell deutlich besser. Und Dortmund ist nur noch vierte Kraft in Deutschland. Würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn ich unfassbar viel Sympathie zu den Schwarz-Gelben habe. Kostenlos abonnieren, also um nichts mehr zu verpassen. Kommentiert alles, was euch auf dem Herzen liegt. Wie schneidet Dortmund ab, welcher Transfer ist gut, welcher Abgang war eine Katastrophe und. Und jetzt starten wir rein, die Faceke verschwindet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und dann heißt es Teamzentrale, erstmal einiges auf Vordermann bringen. Tom Roth hat richtig gut bei Holstein Kiel in Liga 2 gespielt, da werden wir die Leihe jetzt abbrechen, denn die ist in der Realität abgelaufen und er kehrt zurück zum BVB. Marzen, der Stand jetzt Stammspieler war hinten links, wird den BVB verlassen. Ein Jahresleihe, Finalist also mit den Schwarz-Gelben gegen Real Madrid, da dann ganz bitter und auch unverdient verloren, wie ich finde. Kehrt also ganz kurz zu Chelsea zurück, um dann eben in der Premier League zu bleiben, denn der ist mittlerweile fix bei Aston Villa. Wir lösen den Vertrag bei Mats Hummels auf, denn er wird seinen auslaufenden Spielervertrag nicht mehr verlängern und seit dem 1.7. ist er also vereinslos. Bis zum 30.6. noch Spieler des BVBs, das ändert sich jetzt. Gleiches gilt auch für Marius Wolf, genauso auch für Matteo Morey und auch für die absolute BVB-Legende und Identifikationsfigur Marco Reus. Auch er ist seit dem 1.7. offiziell kein Teil mehr vom BVB und wird sich wahrscheinlich einem Team in der MLS anschließen. Wahrscheinlich aktuell Pole Position hier natürlich die LA Galaxies. Dafür brechen wir die Leihe bei Gio Reyna ab, der dann also wieder zurückkommt, ist aber wahrscheinlich auch theoretisch mal ein Verkaufskandidat. Bevor wir gleich zu den anderen Verkaufskandidaten kommen, werden wir auch die Leihe bei Jadon Sancho auflösen. Zwischenzeitlich sah es richtig gut aus. Der BVB meinte, man kann nicht beide Leihspieler holen. Marzen und Sancho, davon die Rede. Nur einer kann es maximal werden. Stand jetzt kehrt ganz viel Ruhe bei Jadon Sancho ein, der bei BVB zurück zu seiner alten Stärke gefunden hat. Auch hier geht er zurück zu den Red Devils. Mal schauen, ob sein Weg wieder zurück zu uns geht. Ich weiß es noch nicht, aber wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal alle möglichen Abgänge behandeln. Und hier haben wir dann erstmal alle möglichen Leihabgänge mit Kjell Wettjen, der hat ja jetzt auch den Sprung zu den Profis geschafft. Youngster, der könnte auf Leihbasis wechseln. Gleiches gilt für Julien Duranville und auch hier für Paris Brunner. Dann, und da werden wir gleich natürlich auch erstmal wieder einen Haken dahinter machen für uns, was den Verbleib von Niklas Füllkrug angeht, ist auch er auf der Verkaufsliste. Es gab Gerüchte, weil man Girassi ja eben möchte, dass er im Gegenzug zum VfB Stuttgart wechselt, aber den werden wir von der Transferliste entfernen. Absolut realistisch, aber dass Sebastian Aller den Verein verlassen könnte. Wenn Sebaini ist man auch nicht ganz so glücklich. Bei Rierson sagt man entweder neuer Vertrag oder Verkaufskandidat, denn nur dann kann man noch ein bisschen Geld in die Kassen spüren. Bei Daniel Malen winkt eventuell die Premier League. Zuletzt auch Doppelpack für die niederländische Nationalmannschaft, also zumindest noch was das Achtelfinale angeht. Einer, den man definitiv im Auge haben muss. Bei mir wäre er gesetzt. Von daher schauen wir einfach mal, was dann eben auch mögliche Neuzugänge dann da noch irgendwie anbieten. Salih Özcan weckt das Interesse europaweit, ja, in ganz vielen Top-Ligen. Jetzt nicht zwingend von den Top 5 Teams jeweils darin, aber eben so ein sehr schönes Mittelfeld, denn er ist kein gesetzter Stammspieler, das war er beim FC, bei Dortmund nicht, aber in der türkischen Nationalmannschaft kommt er immer mal wieder zum Einsatz. Gio Reyna auch gefühlt ein ewiges Talent, sehr, sehr schade, aber auch er könnte den Verein verlassen. Koulibaly nach seiner, ja, ich sag mal Leihe, nach einem Jahr Burnley auf jeden Fall auch. Pohmann wechselt bereits zu Rio Ave und Bamba ist mittlerweile auch ligaintern beim VfL Bochum untergekommen. Waldemar Andon wechselt vom VfB Stuttgart und mittlerweile ist das offiziell. Ich weiß nicht, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest gab es die Breaking News, dass es offiziell ist, dass er und Girassi den VfB verlassen. Noch gab es aber keine offizielle Bestätigung seitens des BVB. Es ist aber klar, Girassi und Anton wollen also zum BVB, dementsprechend Innenverteidiger, Nationalspieler im 26-Mann-Kader, also von Julian Nagelsmann bei der Heim-EM. Und ich hoffe, wenn ihr das Video seht, ist Deutschland nach einem Sieg über Spanien noch immer mit dabei. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und Serhou Girassi hat 17,5 Millionen als Freigabesumme in seinem Vertrag stehen und damit machen wir den VfB Doppelpack, also von Stuttgart nach Dortmund, und das hat auch Gregor Kobel tatsächlich gemacht, der Girassi also hier kurz begrüßt. Machen wir jetzt perfekt und damit haben wir die ersten zwei Transfers und es geht natürlich genauso munter weiter, denn wir haben natürlich noch einen deutschen Nationalspieler in der Hinterhand. Dabei kommt auch noch ein türkischer Nationalspieler mit dazu und ein absolutes Supertalent aus der Ligue 1. Und dann schauen wir einfach mal. Dann ist ja erst das erste Jahr rum. Wir sind also mitten im Umbruch. Ferdi Gardioglu, türkischer Linksverteidiger. Der Mann macht überragende Arbeit und vor allem macht er extrem viel Spaß. In der
der Super League bei Fenerbahce und das darf sich jetzt gerne ändern. Die Vereinsfarben blau-gelb werden jetzt zu schwarz-gelb von Fener, also von Istanbul geht es nach Dortmund, ja, ins Ruhrgebiet. Und dementsprechend habe ich richtig Bock, dass der BVB einen neuen Linksverteidiger hat. Benzi Baini wird ersetzt, Rothe wird unser Backup und er hat zwar nur eine 78, aber ein richtig stabiles Potenzial. Das französische Supertalent ist Ryan Cherki von Olympique Lyon, hat einen noch laufenden Vertrag in der Realität bis 2025. Es ist also das letzte Vertragslaufjahr für ihn, für den Zehner, der also einen Abgang von Marco Reus ja vergessen machen soll. Er tritt in ganz, ganz schwere Fußstapfen. Julian Brandt aber übernimmt natürlich jetzt ausnahmslos die Startelf-Position und Cherki ist immer wieder Backup. Das zumindest ist unser Plan, was die ZOM, also Zehner-Position, angeht. Er bekommt die Nummer 7 und wechselt von Lyon zum BVB. Ein Transfer, den ich nicht zu 100% verstehen kann, ist Pascal Groß von Brighton Hove Albion. Man zahlt auf jeden Fall über 10 Millionen für den Nationalspieler Deutschlands. Er ist aber nicht mehr der Jüngste und ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Ja, ich weiß nicht, ob das dann einer ist, der in die Startelf rücken soll. Ich meine, der hat einen steilen Weg nach oben, wenn man bedenkt, seine Zeit damals in Ingolstadt sehr, sehr lange und vor allem erst sehr, sehr spät in eine richtige Topmannschaft mit Brighton überragende Arbeit geleistet. Jetzt kriegt er die 7? Hä? Ganz komisch. Die Nummern sind aber eher zweitrangig. Pascal Groß hat eine 80. Das ist alles schön und gut, aber in der Startelf kommt dann Kapitän Emre Can, würde ich behaupten, nicht vorbei. An Sabitzer auch nicht, der ja auch einen unglaublichen Weg mittlerweile in der Entwicklung hingelegt hat. Wir hätten dann noch hier einen Meier als Ersatztorhüter. Wir haben Rothe als Außenverteidiger Backup. Anton ist IV Backup, genauso Füllkrug als Stürmer. Cherki und Beino Gittens eben noch, was das Mittelfeld angeht. Beide mit dem gleichen Rating. Beide auch knapp mit dem gleichen Alter. Jamie Beino Gittens 18, 19 Cherki. Wir hätten noch immer einen Matcher. Wir werden Benzema bei ihnen definitiv noch verkaufen und haben zudem auch noch so andere Spieler hergegeben. Die aufnehmenden Vereine jeweils, was die Abgänge angeht, können wir halt eben nicht beeinflussen. Ich habe es versucht, realistisch zu halten, aber manchmal gab es, wie auch hier bei Aller, eben nur ein Angebot und das kam ligaintern vom amtierenden deutschen Meister aus Leverkusen. 40 Millionen. Paris Brunner wechselt auf Leihbasis zum FC Aruca. Özcan zu Lazio Rom für 13, dann haben wir Reina zu Feyenoord 24-2. Duran will auf Leihbasis zu Cagliari, Wettchen zu Viktoria Guimaraes, Koulibaly nach Monza für 5-6 und Youssoufa Moukoko in die Premier League zu West Ham auf Leihbasis. Wird so wahrscheinlich nicht passieren, aber ganz ehrlich, auf Leihbasis ist grundsätzlich total realistisch, denn er braucht Spielpraxis und die Konkurrenz wird mit einer Verpflichtung von Guirassy, mit einem Erhalt vielleicht noch von Füllkrug und vielleicht auch von Haller, wenn man ihn nicht verkauft bekommt, weil der Junge ist einer der Topverdiener, einfach immer größer und nicht genau das Gegenteil, was er aber eben bräuchte für Spielzeit. Mit Rierson haben wir jetzt langfristig verlängert und wir behalten vorerst auch mal noch Daniel Mahl. Mal gucken einfach, was im nächsten Jahr passiert, aber dann wäre das unsere Mannschaft. Gregor Kobel könnte uns gerade mit seinem Rating ordentlich was retten da hinten drin. Rierson, Gadioglu, ich hoffe, dass sie die 80 auf jeden Fall in dieser Saison noch erreichen. Wir werden Entwicklungspläne natürlich immer wieder anpassen, so alle 2-3 Monate dann jeweils den kürzesten auswählen für die eben maximale Entwicklung und dann ist es eine Mannschaft, die stabil ist, die aber trotzdem gerade gemessen im Vergleich zu Bayern eigentlich deutlich unterlegen ist. Ich denke auch Leipzig ist auf Augenhöhe, würde ich zumindest mal behaupten und das gleiche trifft dann auch auf Leverkusen zu. Wir wollen aber unter die ersten 4, sodass wir im zweiten und zugleich dann auch letzten Jahr auf jeden Fall mal mindestens Champions League spielen, um dort dann eben halt auch ja höchste internationale Spielklasse zu genießen, denn die haben wir im ersten Jahr wie so oft einfach mal wieder deaktiviert, weil ich aus eigener Kraft nach oben kommen möchte. Wir brauchen krasse Entwicklung und im nächsten Jahr vielleicht auch noch ein paar krasse Transfers. Schauen wir einfach mal, aber das war's vom ersten Transfersommer. Wir hatten zuletzt einen Sieg in der Liga gegen die Bayern und auch im Pokal und das müsste mittlerweile im April eigentlich das Pokal-Halbfinale gewesen sein. 4-1 gegen Leverkusen, ein 1-0 in Leipzig. Wir sind, ich glaube, noch immer ohne Niederlage bis hierhin und wenn das so weitergeht, dann könnten wir ein ganzes Jahr ohne Niederlagen bleiben. Mainz, das ist unglaublich. Daheim war auch noch eine Niederlage gegen Darmstadt, wenn wir jetzt die Meisterschaft verspielen. Ey, 2 Niederlagen zum Schluss. Wir hatten keine einzige. Wir stehen im Pokalfinale gegen Hertha. Die haben also das Finale zu Hause im Olympiastadion. Wir schauen ganz kurz auf unseren Werdegang. Oh, Hertha. Als Zweitligist einfach. Fällt mir jetzt gerade erst auf. 3-0 haben wir da gegen Düsseldorf gewonnen in der Einstiegsrunde für uns. Es gab ein 2-0 gegen Fürth. Es gab ein 2-1 bei der Korke, bei Hansa Rostock. Dann ein 2-1 in der Allianz Arena. Und eben jetzt dann die Berliner Hertha, die wir vor der Brust haben. Und in der Bundesliga sind es einfach 2 Niederlagen. Und alle beide am letzten Spieltag, also an den letzten beiden Spieltagen gegen Mainz, die sind einfach mal 15. und gegen Darmstadt, die sind 18. und Darmstadt hat trotz einem Sieg einen Punkt Rückstand auf Bochum und steigt also mit dem VfL ab und auch noch 3 Punkte Rückstand auf den FC, die in die Relegation müssen und Mainz auch nur 27 Punkte aufgrund einem besseren Tor, was die Tordifferenz angeht. Die 05er also weiter erstklassig und wir wollen den Doublesieg natürlich feiern. Emre Can ist aktuell verletzungsbedingt raus, das ist jetzt die Chance natürlich für Pascal Groß, den werden wir wahrscheinlich jetzt dann auch mit reinwerfen.
werfen. Dann könnten wir die Formation nämlich so anpassen. Groß kommt dann dafür mit rein. Dann haben wir hier einen Matcher, der einfach noch auf der Bank Platz nimmt. Und die packen wir natürlich jeweils hier noch auf den Flügel. Da haben wir die Jungs dann genau da, wo wir sie auch haben wollen. Also, ich bin absolut zufrieden. Guckt euch mal bitte diese Entwicklung hier an. Das ist absolut verrückt. Eine richtig geile Mannschaft. Ich würde sagen, national hat das jetzt ganz gut funktioniert. Zudem wir halt eben auch die direkten Duelle gegen Bayern einfach gewonnen hatten. 4-1 Leverkusen, unentschieden gegen Leipzig. Das ist in Ordnung. Oder war es sogar auch noch ein Sieg über RB? Das ist gut. Aber wir kennen es ja meistens aus dem Karrieremodus. Das macht man einmal im Jahr. Und dann eben, ja, gibt man es im nächsten Jahr umso mehr wieder her. Also ich glaube, das zweite Jahr wird national zumindest eine absolute Katastrophe. Jetzt heißt es Olympiastadion. Dortmund trifft auf Hertha und es gibt ein 2-0. Gyrassi, Minute 18 mit der Führung, Adeyemi Minute 76 mit dem 2-0, Deckel drauf, wir waren statistisch betrachtet deutlich überlegen und machen das dann auch auf der Anzeigetafel bemerkbar und sichern uns damit die deutsche Meisterschaft nach über 10 Jahren Abstinenz, damals gegen Mainz, denkbar knapp am letzten Spieltag, alles verspielt, der letzte Pokalsieg ist auch schon ein paar Jährchen her, aber hier holen wir also das Double, schauen zum Abschluss dieser ersten Saison noch kurz auf die Statistik, eine Torvorlage bei Kobel, 14 Spiele zu 0, mehr als in jedem dritten Spiel, einmal Hilton den Kasten sauber gehalten. Wir haben 13 Vorlagen bei Julian Brandt, mit Abstand der beste Spieler hier. 22 Tore Serhou Guirassy, 19 Donjen Malen, 15 Adeyemi, 5 dann auch noch bei Brandt, der mit 18 Scorern hier einer der besten ist. Ja, Adeyemi 17 gesamt, 21 Malen, 25 Guirassy. Auch Füllkrug trifft hier 5 Mal und bereitet 1 vor. Das ist echt in Ordnung. Ja. Groß hat recht häufig gespielt und damit deutlich öfter als klar ein Matcher. Gut, Emre Can ist jetzt dann erst verletzt gewesen. Sabitzer hier, vielleicht auch oft Einwechselspieler. Ich kann es euch nicht sagen, aber es ist ein Vorteil, wenn man in der Kaderbreite gut aufgestellt ist. Das ist unsere Mannschaft also jetzt zum Ende der ersten Spielzeit. Wir springen ins zweite und zugleich dann auch schon letzte Jahr, warten auf unsere Gegner in der Champions League. Bevor wir die aber präsentieren, wollen wir vielleicht noch ein paar Neuzugänge klar machen. Pierre-Emil Højbjerg möchte weg von den Spurs. Er kennt die Bundesliga aus Augsburg und Bayern Zeiten. Er war ja jeweils da schon, was die Station angeht, auf jeden Fall aktiv in Deutschland. Er kann die Sprache. Er möchte, wie gesagt, weg von den Spurs, ist dort nicht mehr glücklich und könnte natürlich jetzt dann hier auch mit dem BVB, mit uns, den amtierenden Doublesieger, Champions League spielen, auch Supercup und eben auch wieder Pokal und die Bundesliga und dementsprechend wechselt er für nur 21 Millionen, jetzt also von Tottenham zu uns, wieder die Nummer 7, das muss ein neuer Bug im Karrieremodus sein. Und weil wir dann eben unfassbar gute Erfahrungen gemacht haben im letzten Jahr, wirtschaftlich einiges an Kohle eingenommen hatten und jetzt so viel Geld wie gefühlt noch nie auf dem Konto haben, wechselt jetzt Jadon Sancho für 40 Millionen also von Manchester United zu uns. Donjen Malen will ich aber trotzdem noch behalten, weil der eben ein so wichtiger Scorer für uns war und einfach jetzt hier ein Jadon Sancho natürlich für die Kaderbreite, der sich aber auch durchaus natürlich wieder zurück in die Startelf spielen könnte. Neben oder mit Adeyemi und oder halt eben Donjen Malen. Wer weiß. Also, die zwei Neuzugänge. Wir wollten nicht den riesengroßen Umbruch und deshalb haben wir Ryan Cherki verliehen zum FC Brentford. Er kam nicht zu den gewünschten Einsatzzeiten. Aber noch haben wir die Hoffnung in ihm nicht verloren. Ich meine, wir werden jetzt in dieser SDG nicht mehr viel mit dem französischen Top-Talent zu tun haben. Aber bei Brentford kommt er hoffentlich auf Spielpraxis oder zu Spielpraxis vielmehr. Niklas Füllkrug, der hat nach einem Wechsel auf jeden Fall gefordert. Vor allem kam auch Moukoko jetzt zurück, bringt 29,4 Millionen in La Liga bei Athletic Bilbao. Heißt für uns also auch folgende Änderung. Moukoko auf der Bank, gleiches gilt für Sancho und Bino Gittens, der mittlerweile auf einer 81 steht. Højbjerg ist also Backup für Emre Can, der ja lange verletzungsbedingt raus war, weshalb jetzt auch die Binde an Gregor Kobel gegangen ist, unserem individuell besten Spieler mit einer 90. 79 unverändert bei Anton Rothe, 76. Meier ist Backup-Torhüter mit einer 75. Wir haben noch Duran Vil, wir haben Carvajal, wir haben Kamara, Brunner und eben auch noch hier Schumacher, Matcher, Guardado und auch Wettchen. Davon könnten ein paar Spieler wie auch Vargas noch auf die Leihliste gesetzt werden, den Verein auf Leihbasis verlassen. Aber ansonsten haben wir mit den zwei Neuzugängen alles, was wir wollten. Ist jetzt zwar recht wenig für eine komplette zweite Sommertransferphase, aber eben trotzdem im Rahmen eines realistischen Umbruchs, den wir eben nicht komplett übertreiben wollen. Das nächste direkte Duell gegen die Bayern geht an uns. Das Hinspiel in der Vorrunde, also in der Vorrunde der Vorsaison, haben wir unentschieden gespielt. Ihr habt es ja dann gesehen, Pokalsieg über die Bayern und auch in der Liga. Da gab es innerhalb einer Woche zwei Spiele gegen den deutschen Rekordmeister und hier holen wir den Supercup auch. Also das ist jetzt schon absolut erfolgreich. Guirassy bringt die Führung, Koke dann mit dem Ausgleich und dann passiert nichts mehr. Auch nicht in der Verlängerung. Es treffen alle Torschützen, außer Kolpani zwischenzeitlich. Der dritte Torschütze für die Bayern und somit gewinnen wir das Elfmeterschießen nach einem 1-1 aus 120 Minuten mit 5-4 und holen nach dem Vorjahr Doublesieg jetzt auch den nächsten Pokal mit dem Supercup. Der Saisonstart war nach dem Sieg im Supercup spektakulär in der Bayer Arena gegen den jetzt zuletzt in der Realität amtierenden
amtierenden deutschen Meister, beziehungsweise auch Doublesieger mit Meisterschaft und Pokal, was wir ja auch hier geschafft haben. 5:2 in Leverkusen, 3:1 daheim gegen Heidenheim. Jetzt wartet Düsseldorf, dann kommt Freiburg, Mainz, vor Mainz aber hier das erste Champions League Gruppenspiel gegen die Monegassen aus Monaco, logischerweise. Juventus Turin, also AS Monaco und Sparta Prag. Keine ganz so leichte Gruppe, aber trotzdem eine, die wir hoffentlich überstehen. Und am 1. Februar wissen wir diesbezüglich mehr. Sind wir noch dabei? Ja oder nein? Wenn ja, sehen wir unseren Gegner in der Champions League, zumindest im Achtelfinale. Wenn nein, unseren Gegner im Europa League Achtelfinale. Wenn wir Dritter werden, sehen wir gar kein internationales Spiel, dann war es das, sind wir Vierter und wahrscheinlich auch kein Dortmund-Trainer mehr. Ich muss ganz kurz nochmal dazwischengrätschen, auch wenn wir die Spiele bis auf die ganz entscheidenden ja eigentlich immer überspringen im Pokal, heißt es hier Revierderby. Das ist so lange her, dass das zuletzt gespielt wurde, also ja, verhältnismäßig einige Jahre auf jeden Fall. Jetzt heißt es, nachdem wir hier also als Bundesligist ja erst in der zweiten Runde einsteigen, ist Schalke zu Gast bei uns. Sie treffen auch mit Sebastian Polter, aber das Ganze eben erst in der 82. Minute und das dann auch eben nur, ja, was Ergebniskosmetik angeht, zum 1:3 aus Sicht der Schalker. Brandt und Schlotterbeck in der ersten Halbzeit, Gyrassi dann mit dem 3:0 ein Kräftemessen, was alles andere als auf Augenhöhe stattgefunden hat. Ganz, ganz deutliche Unterschiede. Natürlich waren wir der haushohe Favorit, dieser Rolle werden wir auch gerecht und gewinnen seit langem mal wieder das Revierderby gegen S04. Es war eine perfekte Gruppenphase und nicht nur eine nahezu perfekte, sondern eine, die es genau so war. 6 Spiele, 6 Siege, maximale Punktausbeute, 18 Zähler auf dem Konto. Monaco folgt uns dann mit 8, also ins Achtelfinale. Juve nur 6, die steigen in die Europa League ab. Und Sparta Prag gerade mal mit einem einzigen Zähler, den sie im Allianz Stadium in Turin geholt haben, gehen also komplett raus. Und damit heißt es für uns im Achtelfinale, ich wollte gerade sagen, ein vermeintlich einfacher Gegner. Dem ist nicht so. Der FC Barcelona ist also unser Gegner hier, während Monaco auf Real Madrid trifft. Ja gut, das nimmt sich so tatsächlich nichts. Supercup, den haben wir ja mittlerweile gewonnen, das ist klar. Im DFB-Pokal sind wir auch noch mit dabei. Der HSV, unser Gegner im Halbfinale. Und dann heißt es hier, gut, davor 1:0 noch Leverkusen gewonnen. Hier gab es ja ein, wo sind wir denn? Hä? Ich sehe uns nicht. Ah, 2:1 über den KSC und eben hier zum Auftakt ja das 3:1 über den FC Schalke 04. Und in der Bundesliga, ja, da grüßen wir wieder von der Spitze. Das ist ganz gut. 5 Punkte Vorsprung auf RB. Dann schon 9 auf Wolfsburg und wir haben sage und schreibe 15 auf die Bayern und 16 auf Leverkusen. Also da ist wirklich alles verrückt. Ziel ist natürlich jetzt in der Champions League so weit wie nur möglich zu kommen. Sollten wir das nicht hinbekommen, dann hoffe ich, dass wir hier den HSV schlagen, hinten raus zumindest mal noch das Pokalfinale haben und ich euch dann auch noch ein selbstgespieltes Spiel mit in dieses Video packe. Sieg in Camp Nou, Sieg beim FC Barcelona. Marcel Sabitzer ist also der Man of the Match mit seinem Tor in Minute 54 hier. Auch zu Hause gibt es einen Sieg. Gyrassi kurz vor der Pause, ganz wichtiger Zeitpunkt, denn zu diesem Moment hat Barca 2 Tore gebraucht, um das Ergebnis zu egalisieren. Lewandowski, der ehemalige Dortmunder und natürlich auch ehemalige Münchner, trifft dann in der 81. Und dann hatte man noch wahrscheinlich gut 11, 12, 13 Minuten zuzüglich natürlich der Nachspielzeit, die schon inkludiert ist, um hier auf 2:1 zu stellen. Aus der Sicht von Barca, wir gehen ins Risiko, wir nutzen das aus. Daniel Malen, 87. Minute, 3:1 in der Gesamtwertung, wir schlagen Barca und stehen unter den letzten 8. Jetzt nehmen wir doch einfach mal das Saisonfinale in einem mit. Wir haben zuvor jetzt im Volksparkstadion in Hamburg mit 2:1 gewonnen. Die Meisterschaft kann uns statt jetzt auch keiner mehr nehmen. Es ist also wieder ganz gut. Kurs DFB-Pokalsieg plus erneute Doublesieg. Auch Meisterschaften, da sind wir auch am Start. Niki Süle fehlt jetzt hier im Bernabeu. Es gibt eine 1:1 bei Real. Gyrassi, Rierson verletzt sich und dann Rodrigo war es. Doch ganz, ganz spät dann mit dem 1:1. Wir simulieren jetzt direkt ein paar wenige Tage nach vorne, um dann natürlich auch das Rückspiel im Signal Iduna Park anzugehen. Wir wollen Back-to-Back und mal mindestens jetzt das Double. Ja, vorbei. Eigentlich ist es schon mehr oder weniger auch das Triple, wenn man halt bedenkt, dass man ja jetzt schon den Supercup auch mit dazu hat. Signal Iduna Park, Süle fehlt, genau so Rierson, der Co-Trainer, muss das Ganze regeln und dann ist leider Endstation gegen Real, die wir auch in der Realität jetzt im vergangenen Champions-League-Finale hier am längeren Hebel sitzen. Wir ziehen den kürzeren, haben aber wirklich alles investiert und das, obwohl wir, und das meine ich komplett ernst und gar nicht böse, individuell bei weitem nicht auf dem Level sind, was die Königlichen haben, mit einem Vini Junior, mit einem Rodrigo, mit einem eventuell vielleicht auch mittlerweile Mbappé und somit springen wir jetzt dann hier erstmal gegen das Gladbach-Spiel, weil ich danach dann natürlich den Trainingsplan anpassen möchte, dass wir eben aus den Vollen schöpfen, mit komplett 100%iger Fitness in das Spiel gegen die Bayern gehen, dass ich ja so in egal welcher Karriere gefühlt nie für mich entscheiden kann und wenn, dann nur ganz, ganz selten. Und heute soll so eine Ausnahme sein. Wir haben so viele Tore geschossen, 3:1 Hoffenheim, 4:0 auch noch gegen Gladbach
Und die Bayern haben eben hier Leipzig geschlagen, wir den HSV. Davor gewinnen die bei der TSG und wir ja Leverkusen. Das war ja auch schon soweit klar. Schauen wir ganz kurz auf den UEFA Superpokal. Den gewinnt Liverpool gegen Paris Saint-Germain. Die Champions League geht an entweder Real Madrid oder Inter Mailand. Die Europa League gewinnt Aston Villa gegen Milan. Und die Conference League entscheidet entweder Gent oder Ajax für sich. Das ist auf jeden Fall verrückt. Und in der Bundesliga, ja, haben wir 9 Punkte Vorsprung auf RB. 92 Tore mit Abstand. Die mit Abstand beste Offensive und die gleichbeste Defensive in der Liga zusammen, also eben mit RB. Und somit heißt es hier Bundesliga Platz 1, Supercup haben wir uns auch geholt. Und der DFB-Pokal soll es jetzt natürlich auch noch werden. Das werden wir zum Abschluss selber spielen, also zum Abschluss dieses realistischen Umbruchs. Wir schauen ganz kurz auf die Statistik. 22 Spiele zu 0 aus 49 Einsätzen. Chapeau Gregor Kobel, 20 Vorlagen hier bei Brandt, 11 bei Sabitzer, 9 auch bei Malen. Wir haben 8 bei Can und auch bei Adeyemi. Auch das kann sich sehen lassen. 39 Tore Guirassy, der Junge übertrumpft sich wieder mal selbst, noch eine Vorlage dazu, sind 40 Scorer aus 48 Spielen, aber auch 29 bei Daniel Malen gesamt nach seinen 9 Vorlagen und 20 Toren, brutal, 34 bei Julian Brandt, das ist wirklich eine richtig, richtig gute Ausbeute und jetzt werden wir mal schauen, wie wir das hier anstellen, denn wir könnten Emre Can natürlich in die Innenverteidigung stellen und dann hier jemand wie Höybjerg auf die 6 und ich glaube, das machen wir dann auch. Und packen dann anstelle von Süle natürlich hier noch einen Achter mit Matcher mit auf die Bank. Und dann ist das unsere Mannschaft. Das ist der Plan. Real Madrid haben wir natürlich in der Champions League. Eigentlich super gerne jetzt auch hier im Champions League Finale. Aber das ist es eben nicht. Es ist nur das DFB-Pokalfinale. Im Olympiastadion gegen Raya, Udogie, Minje, De Ligt und Bowie, Leimer, Koke, Martinelli, Sunset, Sané und Harry Kane. Alles geben, alles reinwerfen für den Trippelsieg in dieser Saison. Und damit dann hoffentlich auch zusammengerechnet 5 Titel gewinnen in nur 2 Jahren Trainer beim BVB. Wir schauen einfach mal, was jetzt dabei rauskommt. Wir mit Adeyemi und Daniel Mahn natürlich brutale Flügelspieler, die wir mit einbinden wollen. Das wäre beinahe der erste gute Pass für Schlotterbeck gewesen. Wir holen uns die Kugel direkt wieder zurück und dann haben wir genau diese Momente, die wir des Öfteren kreieren wollen. Das ist Adeyemi. Der ist so schnell, dass die Bayern da eigentlich gar keine Chance haben, zurück auf Guirassy. Erste Großchance. Keine 5 Minuten gespielt. Den habe ich eigentlich drin gesehen, aber die Rechnung ging dank Raya aus Sicht der Münchner nicht auf. Nächster Ball auf Adeyemi. Diesmal kommt er direkt in die Mitte für Sabitzer, der ehemalige Münchner. Der kommt zum Abschluss und verzieht leider. Und jetzt ein erstes Mal die Bayern. Und dann sitzt er direkt. Schwacher rechter Fuß, Leroy Sané. Das nennt man pure Effizienz. Da sind wir viel zu weit weg. Es ist nicht gut verteidigt, aber es war jetzt auch nicht so absolut katastrophal. Es war dafür halt auch richtig gut gespielt. Harry Kane auf Leroy Sané. Ich denke, Kobel ist da chancenlos. Wir sind hier leider ein bisschen zu weit weg und dann kommt der Pass perfekt in die Lücke. Gut, Emre Can hat so lange keinen Innenverteidiger gespielt. Der ist mit dieser Rolle heute komplett auf sich alleine gestellt. Wird ins kalte Wasser geworfen und ja, muss sein erstes Mal hier ja Lehrgeld zahlen. Boah, Fehler jetzt im Spielaufbau von Højbjerg. Auch er hat natürlich kaum Spielpraxis. Jetzt kommt Sunset und dann Endstation Schlotterbeck, der heute einen richtig guten Eindruck macht. Und jetzt geht es dann hoffentlich schnell über Malen. Der sieht hier Serhou Guirassy. Der ist jetzt nicht der Langsamste, aber Minje hat natürlich auch gewisses Tempo. Dann kommt der Pass in die Mitte. Noch ein zweiter und dann Malen und dann abgefälscht. Und wieder Raya. Wir spielen uns Chancen raus. Das ist die dritte und vor allem richtig dicke Möglichkeit für uns, die wir leider halt auch wieder mal liegen lassen. In der Mitte Guirassy hoch auf Brandt und dann per Kopf und Raya ist wieder da. Der Abraller kommt nicht zu Adeyemi. Oh mein Gott, der den Spieler da komplett umholzt. Kein Vorteil gepfiffen. Also kein Vorteil dann abgepfiffen. Oh, jetzt Fehler von uns, Sabitzer. Da müssen wir echt aufpassen. Solche Dinger sollten nicht ganz so häufig passieren. Wir haben Chancen, wir spielen es richtig gut, kreativ und absolut geil nach vorne. Aber ihr seht ja, was auf der Anzeigetafel steht. Jetzt mal Julian Brandt auf die Reise geschickt. Also ihr seht es ja selber, es spielt gefühlt nur schwarz-gelb. Und jetzt ist das ganz schlecht. Ja, da ist Schlotterbeck sogar mit nach vorne gestürmt. Der war da in der Mitte eigentlich auch anspielbereit. Aber wir verlieren dann das Duell mit Julian Brandt gegen Matthijs de Ligt. Die Bayern nur ausgelegt auf Konter. Und die haben sie ein einziges Mal so richtig gut zu Ende gespielt. Ansonsten haben wir eine absolut stabile Defensivarbeit und müssen halt einfach vorne mehr Effizienz ausstrahlen oder solche Dinger mal erobern über Rierson. Dann mit Tempo vorbei an Minje und dann vielleicht in der Mitte. Guirassy, wir brauchen ihn. Ich weiß nur noch nicht, wo er ist. Jetzt Guirassy und dann ist es der Ausgleich. Gerade davon gesprochen, jetzt in die Tat umgesetzt. Rierson auf Guirassy, Ausgleich hoch verdient. Malen wieder gleiches Spiel, Balleroberung und dann mit Vollspeed. Was für ein Tempo, Malen und dann nicht die Führung, weil wieder einiges fehlt. Da ist Raya nicht mal irgendwie rangekommen. Er musste gar nicht eingreifen, macht heute aber auch ein super Spiel. Es ist aber wieder mal der nächste Hochkaräter, die nächste hundertprozentige, die wir eben ungenutzt lassen. Adeyemi läuft und sieht Guirassy, Pfosten, Raya da und dann ist der Ball drin.
Was für ein Tohuwabohu! Der Ball ist drin, Girassi jubelt, aber das muss als Eigentor zählen. Daniel Malen, ja nee, stimmt gar nicht. Es war Karim Adeyemi mit dem Sprint unten und dann der schönen Flanke aus dem Halbfeld in Richtung 16er, beziehungsweise eher 5-Meter-Raum. Der kommt hier perfekt an Sascha Bowie um De Ligt vorbei. Und was ist das denn? Da fliegt der Verteidiger drüber. Matthijs De Ligt will klären. Raya ist völlig desorientiert und im Endeffekt ist es Raya, dem dann dieses Eigentor im negativen Sinne natürlich aus Sicht der Münchner zugeschrieben wird. Und somit führen wir, drehen dieses Spiel und werden endlich dieser absoluten, brutalen Qualitätsunterschiede, zumindest in diesem Spiel gerecht, was das Ergebnis angeht. Denn diese Führung ist ja absolut verdient. Hochverdient war das 1-1, die Führung ist es noch immer und auch das ist hochverdient. Ihr seht es hier, wir sind griffig, wir haben Bock, wir halten die Bayern in Schach. Und Rierson, was ist das bitte auch für ein Abwehrverhalten? Rierson gegen Raya, der lupft den drüber, Girassi ist mit dabei. Und im letzten Moment wird der Ball geklärt. Den habe ich eigentlich drin gesehen und dann war es hier kein Foul, unten glaube ich Handspiel oder Abseits, nee, aber Abseits würde auch gar keinen Sinn ergeben. Also das muss eigentlich das 3-1 sein. Rierson, solche Dinger hat er ja auch schon mal in der Realität gezeigt, solche Sprints da auf Außen, das muss das 3-1 und vielleicht dann auch schon damit verbunden die Vorentscheidung sein. Sabitzer für Malen, jetzt Udogie, der kommt da vielleicht noch ein bisschen hinterher, das ist aber die nächste Möglichkeit, Ball für, ja, oh mein Gott. Ball für Brandt und das ist Bowie, der per Fallrückzieher da artistisch und spektakulär das Ding klären wollte. Klappt aber nicht, auch aus dem Grund, weil Julian Brandt wortwörtlich Kopf und Kragen riskiert, springt da in die hereinkommende Flanke und haut das Ding dann also mit dem Kopf rein hier, Daniel Malen, und dann kommt sie tatsächlich auch punktgenau. Ja, okay, Bowie, den kann man, glaube ich, anders klären. Julian Brandt riskiert alles, geht mit dem Kopf rein, wird dafür belohnt. Das hätte auch durchaus schief gehen können, ja, gerade gesundheitlich betrachtet. Aber so ist es das 3-1. Es ist nichts passiert. Und von daher sind wir glücklich und haben endlich die 2-Tore-Führung, die wir auch schon vorher gehabt hätten oder haben hätten können, vielmehr. Es ist eine Machtdemonstration. Jetzt kommen die Bayern nochmal. Kurzes Eck, Aluminium. Das war hier Rafa Guerreiro, Ex-Dortmunder, der die Binde jetzt übernommen hat. Ich weiß gar nicht, wer sie vorher hatte. Wir haben auf jeden Fall jetzt viermal gewechselt. Unter anderem kam Anton neu ins Spiel, der jetzt hier einen Julian Brandt mit einbindet und der einen Moukoko auch frisch eingewechselt. Youssoufa hat ihm auf dem starken Linken und haut ihn ins Knick. Ins Knick, alles klar. Ins Eck, in den Knick. Und damit ist in der 77. Spielminute mit diesem epischen Bild jetzt klar, dass Borussia Dortmund DFB-Pokalsieger ist. Erneut Doublesieger, Back-to-Back und natürlich auch Trippelsieger im Glamour dank des Supercups. Es ist absolute Weltklasse. Es ist aber eine Machtdemonstration, die uns auch sehr leicht gemacht wird. Denn klar, mit dem spektakulären Eigentor, ja, da war der Weg geebnet. Aber defensiv ist das, und das fällt mir zuletzt ganz häufig auf, spielerisch auch sehr leicht. Und das, obwohl wir auf Ultimativ spielen, mit verstellten Reglern, ja, zugunsten des CPUs. Es ist nicht mehr das, wie es mal zwischenzeitlich war. Nächste Balleroberung, Julian Brandt in der Mitte, Moukoko und beinahe mit dem Doppelpack, wenn er den besser trifft. Jetzt kommt Metscher noch für Sabitzer und damit Wechselkontingent ausgeschöpft. Denn auch auf dem Flügel kam Sancho und Bino Gittens. Es ist nichts weiter passiert, weshalb wir jetzt direkt zur Siegerehrung springen. Und da haben wir Kapitän Gregor Kobel, der vom Rating her der beste Spieler bei uns im Kader war. Er hat die Binde und ragt jetzt also den DFB-Pokal in die Luft und beschließt damit das Ende dieses realistischen Umbruchs. Wobei unabhängig vom Ausgang werden wir hier natürlich am Ende angekommen. Es heißt aber Saison 1, jeweils Meisterschaft und Pokal. Gleiches gilt jetzt auch für Saison Nummer 2, inklusive Supercup. Viertelfinale in der Champions League, mit Abstand beste Offensive, knapp 100 Tore erzielt. Das war mehr als nur erfolgreich und von daher sind wir jetzt dann auch am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst super gerne den Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar mit weiteren Umbruchvorschlägen, was die Teams angeht. Und um nichts mehr zu verpassen, kostenlos abonnieren. Das war's von mir. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.